Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noboard, hier aus der Jever Funchi Halle Neuss. Heute wollen wir mal wieder eure Grundposition verbessern und dafür nehmen wir heute das hier. Ein handelsübliches Seil und wie genau das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe es schon bestimmt tausendmal auf diesem Kanal erzählt und ich sage es auch ein weiteres Mal. Die Grundposition ist das Wichtigste beim Snowboarden und deswegen wollen wir dafür sorgen, dass die natürlich am Anfang sauber sitzt und nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene. Denn viele Fortgeschrittene, die schon jahrelang fahren, fahren mit einer Grundposition, die aussieht wie, naja, sagen wir mal, nicht so schön. Und als Übungshilfsmittel habe ich mir heute das Seil genommen. Ein handelsübliches Seil ohne Dehnung. Und die erste Aufgabe, die wir damit machen, ist, wir spannen es über unseren Rücken, sodass wir beide Arme ausstrecken und die Enden über unserem Snowboard baumeln. Und was wir jetzt überprüfen, ist, dass unsere Schulterachse nach jeder Kurve auf Höhe der Bordachse ist. Das heißt, dass unsere Seilenden über Nose und Tail sind. Und so fahren wir einfach mal los. Ihr könnt euch die Übung natürlich so oft angucken, wie ihr wollt. Dazu müsst ihr einfach nur auf Pause drücken, das Video zurückspulen und nochmal von vorne machen. Wir machen derzeit einfach weiter. Und die nächste Übung sorgt dafür, dass wir richtig in den Knien sind. Dafür nehmen wir das Seil und binden es einmal um unsere Beine. Machen einen Knoten rein. Und sorgen jetzt dafür, dass wir unsere Knie richtig nach außen drücken. Dass wir richtig Spannung auf den Beinen, an einem Seil spüren. Und so fahren wir jetzt einmal runter. Okay, für diese Übung nehmen wir das Seil und binden es einfach zu einer Schlaufe zusammen, also dass es so einen Ring ergibt. Und was wir jetzt machen, ist, wir ziehen einfach mit beiden Händen an dem Ring und sorgen so dafür, dass wir sowohl im Schulterbereich als auch im Rückenbereich Spannung haben und versuchen einfach mal so fest zu ziehen, während wir jetzt losfahren. Jawohl, und damit endet unsere heutige Folge schon wieder. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach unten einen Like. Und wenn ihr Fragen habt, dann einen Kommentar. Oder ihr besucht uns auf Facebook oder auf unserem Forum. Oder ihr abonniert den Kanal einfach, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns rechtzeitig am Montag zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.